Was hast du getan? Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Days Gone und dem Patch 1.3.0. Frisch verfügbar auf der PlayStation 4 gibt es eine ganze Menge Neues. Eine ganze Menge Neues wurde eingebaut. Das meiste sind einfach nur Hilfen, aber ehrlich gesagt sind es wirklich teilweise sehr, sehr schöne Hilfen. Wir fangen einfach mal direkt an, was alles neu in eure Optionen sich hineingeschlichen hat. Denn dort gibt es eine ganze Menge, was ihr jetzt neu einstellen könnt. Es gab zum Beispiel schon immer die Möglichkeit, dass ihr hier ganz normal die Sicht vertikal invertieren konntet. Das könnt ihr jetzt aber auch horizontal machen. Auch horizontal habt ihr jetzt die Möglichkeit, die Achse zu invertieren. Wer immer das notwendig hat oder gerne gesagt hat, wie gesagt, benötigt, weil ihm das halt einfach mehr seinem Spielstil, seinem Controller-Stil entspricht, kann jetzt also nicht nur vertikal invertieren, sondern auch horizontal. Ebenso neu hinzugekommen haben wir allerdings hier unter Gameplay, finden wir die Möglichkeit der Kameraverfolgung. Ebenso wurde verbessert das Kameratracking, was ja bereits in Days Gone verfügbar war. Aber es hat nicht genau so funktioniert, wie es die Hersteller gerne hätten, wie es die Entwickler gerne geplant hätten, sondern es war einfach so, dass teilweise beim Drehen ein bisschen zu nah an Deacon herangezoomt wurde. Und das soll jetzt also auch gefixt sein. Und wenn man jetzt dann hier die Kameraverfolgung einschaltet unter Gameplay in den Optionen, dann wird halt die Kamera automatisch dem Charakter langsam folgen. Dann eine weitere super, super Sahne-Sache wirklich hier. Und zwar finde ich da sehr gut, gerade bei mir als Streamer extrem wichtig, Controller-Lautsprecher kann also auch hier ausgeschaltet werden. Und das bedeutet, all die ganzen Funksprüche, Radiosendungen, die sonst über den Controller-Lautsprecher kamen, kommen dann halt ganz normal bei euch aus den Boxen heraus. Das könnt ihr jetzt hier auch in den Optionen umkonfigurieren. Hier unter Sprache hat sich auch einiges geändert, denn bei den Untertiteln könnt ihr jetzt nämlich auch die Untertitelgröße festlegen in den Optionen klein, mittel und groß. Und genauso könnt ihr auch den Untertitelhintergrund einschalten, ausschalten oder transparent schalten. Das sind die Möglichkeiten, hier den Untertitelhintergrund, ich sage mal immer in aus, ist das Ganze ein bisschen schicker, habt ihr natürlich ab und zu vielleicht ein Problem, dass man den Untertitel nicht genau lesen kann und ebenso neu die Option, den Charakternamen dazu einzublenden. Dann steht da halt Deacon sagt, ne? Bababa. Oder halt ohne dieses Deacon vorweg. Das ist hier neu in den Untertiteln. Da wurde also einiges umgeändert, einiges verbessert. Ja, dann haben wir unter dem Punkt Barrierefreiheit ebenfalls neu die Möglichkeit, wiederholtes Drücken von Tasten antippen. Oder halt gedrückt halten. Die Möglichkeit, ihr kennt das selber, wenn ihr irgendwie, was weiß ich, sag ich mal, mit dem Fuß in der Falle steckt, dann müsst ihr halt immer wieder auf X, glaube ich, drücken, um den Fuß zu befreien. Das kann man jetzt ändern, dass man einfach die Taste nur gedrückt hält. Das ist neu. Und ebenso ist neu, dass die Symbolgröße eingeschaltet werden kann in drei Größen, klein, mittel und groß. Eine weitere Sache, die ihr nicht im Menü findet, ist jetzt, dass ihr L3 nicht mehr ganz so stark eindrücken müsst zum Sprinten. Das war wohl, ein wenig härter auch gedacht, als sie sich das vorgestellt hat. Ein leichter Druck auf L3 reicht jetzt vollkommen aus, um zu sprinten. Dann haben wir noch eine letzte Option bei den ganzen Anpassungen, die sich hier halt in der Steuerung verbergen. Und da haben wir auch eine ganz, ganz tolle Sache wirklich. Die finde ich extrem nützlich. Ich persönlich mag das wahnsinnig gerne, dass das Touchpad genutzt werden kann für Stories, Inventar, Karte und Fertigkeiten. Allerdings passiert es dann doch schnell mal, also mir ist das jedenfalls schon öfters passiert, dass ich aus Versehen das Menü aufrufe, weil ich halt so leicht gegen das Touchpad gegengekommen bin. Und da habt ihr jetzt die Möglichkeit, wenn ihr hier auf die Option Touchpad wechselt, dass ihr A, die Wischlänge einstellen könnt, wie stark ihr wischen müsst in die entsprechende Richtung, damit das entsprechend aufgerufen wird. Aber ihr könnt auch Todzonen festlegen. Seht ihr hier, wenn ihr zum Beispiel halt hier an den Rändern dann wischen würdet, innerhalb dieses Bereiches würde gar nichts passieren. So, wenn man dann halt mal die Vierecktaste drückt und dann halt hier auf die Ecke draufkommt, man sieht das ja auch gerade, ich habe den Daumen drauf, das wird ja extra markiert, in welchem Bereich jetzt sich gerade mein Daumen befindet. Dann kann ich einfach das zu einer Todzone erklären und dort passiert dann gar nichts, wenn man das Touchpad berührt. Und haben sie, wie gesagt, finde ich auch optisch extrem schön angepasst, dass hier wirklich die Möglichkeit ist, genau zu sehen, aha, wo in welchen Bereichen passiert jetzt noch was oder wo in welchen Bereichen nicht. Wenn ich dann sehe hier,
mein normales Wischen, wo ich hier an der Seite an der Kante gegenkomme. Das wäre eine Todzone. Und wenn ich dann hier in die Mitte rübergehe, dann sehen wir hier wirklich, aha, okay, ich befinde mich da, wo ja keine Todzone vorhanden ist. Und dann sieht man auch direkt gleich, aha, die Aktion wurde ausgelöst oder nicht ausgelöst. Auch diese Möglichkeiten werden hier mit eingeblendet. Haben sie wirklich, finde ich, optisch sehr, sehr schön umgesetzt, die Sache. Weiterhin gab es noch ein paar kleine Bugfixes. Und zwar einmal gab es die Mission That Never Gets Old. Leider keine Ahnung, wie die momentan im Deutschen natürlich heißt. Und dort war es wohl möglich, dass die NPCs in der Erde stecken geblieben sind. Das soll nicht mehr passieren. Dann könnt ihr jetzt Fallen auch in leichtem Wasser legen. Also es war ja so, sobald Wasser kam, konnte man keine Falle legen. Solange das Wasser nicht allzu tief ist, könnt ihr weiter Fallen legen. Und das Schöne ist, Fallen werden euch dann jetzt auch auf der Minimap angezeigt. Dort, wo Fallen liegen, habt ihr eine Markierung auf der Minimap. Gerade wenn man mal wieder mit einer Horde im Rücken beschäftigt ist, ist das ja auch vielleicht ganz gut zu sehen. Oh, da laufe ich auf eine von mir gelegte Falle zu und sollte vielleicht so und so den Weg wählen. Und wenn ich schon von Horden rede, dann können wir auch gleich rübergehen zu den Herausforderungen natürlich. Denn dort war es wohl anscheinend bisher so, dass der 1%er Ring nicht so funktioniert hat in Herausforderungen, wie er das sollte. Und auch dieses Problem wurde jetzt gefixt. Hier sehen wir den Ring nochmal. Kopfschüsse verkleinern das Fadenkreuz und erhöhen die Präzision, wenn man stillsteht. Der Ring hat wohl anscheinend nicht funktioniert gehabt. Und das soll er jetzt auch reibungslos machen. Dazu gab es dann noch einige Bugfixes im Audiobereich. Dann natürlich auch über das HUD. Auch dort sollte es Probleme wohl geben nach einigen Missionen. Auch das wurde jetzt verbessert. Und auch die Namen sollten jetzt mehr konsistent sein innerhalb der Leaderboards hier im Herausforderungsmodus. Das sind die Neuerungen hier in dem Bereich. Aber wir haben noch mehr. Und zwar, wenn ihr dann jetzt hier in die Charakterauswahl geht. Soweit ich weiß, war das bisher nicht drin, und zwar die Reihen 2 und 3. Die Möglichkeit hier Sarah freizuschalten, dann habt ihr Eddie zur Verfügung, dann habt ihr Carlos zur Verfügung. Genialer Charakter, ne? Also wirklich mit den ganzen Ritzern finde ich wirklich super sahne. Ich meine, Sarah ist natürlich auch nett. Und dann ganz überraschend, auch Taylor ist dabei. Taylor könnt ihr freischalten, so mit Taylor hatte ich irgendwie so gar nicht gerechnet. Und weiter haben wir dann hier unten schon ab Rang 6 dann verfügbar einmal den Flashback-Deacon, sprich also den Deacon, den ihr immer dann spielt, wenn ihr in diesen Erinnerungssequenzen mit Sarah seid. Dann haben wir Colonel Garrett zur Verfügung als Charakter in den Herausforderungen, ganz genau wie Alkai. Und nochmal einen Deacon mit freiem Oberkörper. Das sind also meiner Meinung nach hier 6 neue Sachen für den Herausforderungsmodus, aber auch da hört es noch nicht auf. Deswegen war ich ja auch eigentlich gerade im Spiel drin, wo ich jetzt gerade nochmal schnell rein switche. Denn es gibt noch mehr Neuerungen. Ich sag ja, der Patch hat es in sich. Ich weiß leider gar nicht, wie groß er war. Offiziell angegeben haben es die Entwickler nicht. Ich hatte den Download, ja, im Hintergrund nebenbei war der automatisch gestartet. Und was es noch gab, auf alle Fälle, dass nochmal die Entwickler darauf hingewiesen haben, dass innerhalb dieser Patches nicht die Herausforderungen selber drin sind. Die sind schon alle eingebaut. Das bedeutet, dass ihr nicht jeden Freitag ein Patch herunterladen müsst. Dann wurde nochmal bestätigt, dass natürlich Challenge 6 am 2. August kommt, die 7 am 9. August und die 8 am 16. August. Aber das sind ja 3 Dinge, die wir sowieso wussten, denn jeden Freitag ist jeden Freitag. Das sehe ich auch so auf dem Kalender, an welchen Tagen da dann eine neue Herausforderung freigeschaltet wird. So, jetzt sind wir angekommen hier am Mechaniker und wenn wir da nochmal schauen, und zwar unter Optik eures Bikes, dann habt ihr da die Möglichkeit unter Lackierung Aufkleber. Und dann individuelle Akzente. Dort sind neue hinzugekommen. Und die finden wir wie? Die finden wir Uncharted. Richtig, wir haben einmal die Lackierung von Sams Motorrad aus Uncharted. Dann haben wir nochmal eine Shoreline-Lackierung und dann nochmal eine Flashback-Lackierung. Auch hier ist das dann, wenn Sam ja klein unterwegs ist als kleiner Junge in Uncharted 4, hat man es gesehen gehabt mit seinem Bruder. Dann sieht die Lackierung auf seinem Moped so aus. Die Standard-Lackierung war halt diese gewesen. Wo die Shoreline-Lackierung verwendet wurde, weiß ich gar nicht. Ich glaube gar nicht. Das ist halt einfach nur die Shoreline-Jungs natürlich als großer Gegenpart, ne? Gegenpart in Uncharted. Mann, schon wieder ein paar Tage her. Auf alle Fälle die 3 neuen Lackierungen für euren Tank gibt es auch in Days Gone ab sofort mit Patch 1.3.0. Das ist schon mal eine ganze Menge und die Entwickler selber kündigen an, es wird noch vieles, vieles folgen. Ich hoffe, New Game Plus, ich mag es gar nicht zu erwähnen, ne? Das ist ja eine Sache, die immer wieder gewünscht wird, die immer wieder nicht bestätigt wurde von den Entwicklern.
es wird einen Modus geben, vielleicht arbeitet sie heimlich dran. Man kann ja hoffen, ne? Hoffnung ist nie verkehrt und in dem Sinne hoffe ich, das Video hier hat euch gefallen. Und wenn dem so war, lasst doch einen Daumen nach oben da, würde mich riesig drüber freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Und ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.